und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich habe die tolle Möglichkeit erhalten, von eHorses eine Schermaschine zu testen für euch. Das Witzige ist natürlich, dass ich noch nie ein Pferd geschoren habe und dass auch keins meiner Pferde geschoren wird. Warum? Ist ja ganz klar. Der Solido bekommt zwar ganz dickes Fell im Winter, aber er schwitzt nicht so übermäßig und deswegen muss er nicht geschoren werden, worüber ich sehr fröhlich bin. So. Aber ich habe die Möglichkeit bekommen, das Pferd meiner Freundin mitzuscheren. Mit ihr zusammen natürlich, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Aber natürlich zeige ich euch erst einmal die Schermaschine. Das hier ist die Schermaschine, um die es geht. Die ist, wie schon gesagt, von Kerbel und heißt Farm Clipper 4 in 200 Watt. Und die Farbe ist blau. Dann werden wir die jetzt mal auspacken und euch zeigen, was da alles drin ist. Ich öffne das Ganze jetzt mal. Dann sieht das so aus. Hier haben wir erstmal eine Bedienungsanleitung und da ist direkt auch schon die Schermaschine. Hier haben wir so ein Werkzeug, um die Scherblätter auszuwechseln an der Maschine mit einem kleinen Kreuzdreher und einem Schlitzdreher. Und hier gibt es noch verschiedene andere Utensilien, wo ich bestimmt gleich herausfinden werde, wofür die gut sind. So, hier haben wir noch ein Öl, nehme ich mal an. Schermaschinenöl, richtig. So, das hier ist die Maschine. Mit dem Kabel und wie ich sehe, sind hier auch schon Scherblätter drin. Gott sei Dank. Schön, dass ich mich selber sehen kann da drin. Wir werden gleich das mal auseinanderbauen, dann kann die Leo uns bestimmt mal erklären, wie das funktioniert. Hier auf dem Scherblatt steht 10 Minuten. Das bedeutet, dass man alle 10 Minuten, wenn man schert, da neues Öl drauf machen soll. Jetzt ist das schon geölt. Das sieht man ja hier, sieht so nass aus. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. So, das ist die Leonie, die Besitzerin von Raymon. Und klar, würde ich jetzt erstmal gerne wissen, warum du denn den Raymon überhaupt scherst. Ja, wir scheren den, weil er halt im Winter so stark im Fell schiebt und so dickes Fell hat, dass er nach dem Arbeiten so nass geschwitzt ist, dass wir eigentlich nur stundenlang noch unter dem Solarium stehen. Und da wir uns freuen, dass er krank wird, kommt das Fell dann einfach ab. Dann kriegt er eine dicke Decke an und wir können arbeiten und haben gar keine Angst, dass er krank werden kann. Ja, das ist sehr gut. Dann schauen wir uns das Fell jetzt erstmal an. Wie viel hat er denn schon geschoben? So, also es ist schon einiges. Wie ist es denn im Moment, wenn du reitest? Ist er da schon sehr nass? Sehr, sehr nass. Also es ist wirklich sehr schlimm. Okay. Gut, dann wird es ja wahrscheinlich Zeit, dass die Wolle runterkommt. So habe ich dann hier auch mal heute mein erstes Versuchskaninchen, was ich scheren kann. So, das ist die Schwester von der Leonie. Hallo. Die liest uns jetzt einmal die Gebrauchsanweisung vor. Nein, natürlich nicht. Aber sie hat das jetzt alles einmal abgecheckt, was wir da beachten müssen. Und dann kann auch nichts schief gehen. Also dieses Rädchen hier ist dazu da, um die Scherblätter hier enger zu stellen. Also hier, das wird sich dann weiten oder enger stellen. Und so kann man dann auch die Länge des Fells variieren, wie man sie haben möchte. Gar kein Verlängerungskabel gebraucht, oder? Wo ist denn die Steckdose? Ja. Wie lang ist dieses Kabel? Auf jeden Fall länger als unseres. Okay, also dann brauchen wir kein Verlängerungskabel. Gut, dann geht's um die Ecke und steckt was rein. Meinst du, das reicht? So, wir haben das jetzt da eingesteckt. Wir haben auch noch extra ein Verlängerungskabel mitgebracht, aber müssen gleich mal schauen, ob wir es überhaupt brauchen, weil das Kabel doch sehr, sehr lang ist. So, kommst du damit dran bis an den Hals? Okay. Das ist ganz schön krass. Gibt es auch verschiedene Stufen? Nee, es gibt nur ein und aus. Dein Pferd macht gar nichts. Soll ich jetzt einfach mal am Hals mal versuchen? Nur immer gucken, dass so gegen den Strich so einfach. Ja, genau. Gegen den Strich und einfach, einfach los. Also flach dran. So, das sieht jetzt nicht so schön aus, was ich da fabriziert habe. Aber vielleicht können wir einmal der Leo zugucken, wie sie das macht.
Leo ist da ein bisschen beherzter als ich. Ich war da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Ziemlich gekonnt aus. Man merkt, dass Leo schon mal ein Pferd geschoren hat und ich noch nicht. Und hast du keine Angst, dass du da reinschneidest? Nö. Einfach die Haut gerade ziehen, glatt ziehen und dann los. Also wenn da so kleine Härchen in der Maschine sind, kann man die hiermit wegbürsten und natürlich alle 10 Minuten ölen. Das haben wir ja eben gelesen, das machen wir jetzt auch gleich mal. Jetzt natürlich ein bisschen vorgespult. Der Hals ist hier jetzt schon ganz gut weg, hat die Leonie ganz gut gemacht. Und wenn wir gleich hier zu dem Schabrackenausschnitt kommen, dann lasse ich die Leonie natürlich erstmal die Form scheren und ich mache dann den Rest drumherum. Da sind auch Haare drin. Überall. Aber ich darf den Rest wegschneiden? Okay. Wie ein Ausmalbild. Nee, das muss stehen lassen. Ach so. Dann hast du da einen Denkfehler. Und wohin? Okay. Ich geh einfach von oben nach unten runter. Nimm die einfach andersrum. Genau, ja. Einmal runterfahren. Genau. Fertig. Jetzt müssen wir nur noch die andere Seite machen. Es ging super schnell und die Maschine hat wirklich gut funktioniert. Merkst du einen Unterschied zu deiner Maschine? Sehr gut. Sehr schön. Der Ramen ist jetzt fertig. Wir haben die Sattellage oben, den Hintern, die Beine und den Kopf stehen lassen. Oh, das sieht doch relativ sportlich aus. Jetzt kriegt er natürlich seine Decken an, weil ihm sonst zu kalt wäre. Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit der Schermaschine. Ja, für mich war es ein Debüt. Ich habe noch nie geschoren. Bin sehr froh, dass das so gut geklappt hat und dass die Leonie mir das so gut erklärt hat. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis beim nächsten Mal. Tschüss! Bekommen von E-Horses eine Schermaschine. Ich mach's einfach direkt. Der Leonie mit der lieben Besitzerin von diesem Pferd hier werden wir heute scheren. Und ich schau mal, ob ich das auf die Reihe kriege, wenn das Pferd mich am Leben lässt.